Guten Tag, guten Abend, liebe Geschwister. Wir grüßen euch nochmal in meinem Namen Joshua. Auch in dieser schwierigen Zeit wollen wir natürlich auch weiter das Evangelium verkünden, weiter teilen, weiter uns ermutigen. Denn was bleibt uns anderes übrig? Wir hoffen auf das Himmelreich Gottes, auf das Himmelreich von Elohim. Da haben wir unsere Hoffnung gelegt, da haben wir unser Glauben gelegt. Und wir wissen, dass er bald zurückkommt, um seine Gemeinde zu holen. Wir wollen uns einfach ermutigen, weiter durchzumachen. Es ist wahr, dass wir eine schwierige Zeit gerade erleben. Viele Leute sind krank, einige sterben oder viele Leute sterben durch die Krankheit, durch diesen Virus, den wir aktuell auch hier haben. Trotz dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren, weil sogar auf Deutsch sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir haben unsere Hoffnung nicht auf die Politik gelegt oder auf die Dinge der Erde, aber auf das, was ewig ist, auf Joshua Mashiach. Amen. Wir wollen kurz teilen, uns ermutigen und bevor wir anfangen, wie üblich, wollen wir natürlich beten. Herr, wir danken dir für diesen Moment, wir danken dir für deine Güte, für deine Gnade. Wir danken dir, weil du uns erlaubt hast, zu leben noch, Odem zu haben, Freude zu haben an dir, uns an dir zu freuen, weil du bist unsere Erlösung, du bist unser Alles, du bist unser Reichtum. Und wir lassen diesen Moment in deinen Händen, Vater. Führe uns durch deinen Geist, deinen Heiligen Geist, der weise ist, der uns beschützt, der uns die Augen öffnet, der uns die Intelligenz gibt, dein Wort zu verstehen. Danke, im Namen Joshua. Amen. Wir werden teilen, und zwar sind wir im Buch von Lukas, Kapitel 6, ab Vers 46. Die Bibel sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Denn jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und es konnte nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen, und der Strom brandete gegen dasselbe und er stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Amen. Hier spricht der Herr Joshua. Er sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Zeit, wo wir gerade leben, viele zu ihm gerufen haben. Viele. Ganz, ganz viele. Allein durch die Angst, allein durch die Situation, allein dass wir, es ist was Neues. Es ist nicht so, dass es nur wie Ebola war nur in Afrika. Es ist nicht so, dass wie Epidemie, die an bestimmten Stellen waren. Aber es betrifft aktuell die ganze Welt. Alle Schichten. Alle. Alle Rassen. Egal wer du bist, egal wie viel Reichtum du hast, egal was du besitzt. Jeden betrifft es. Und ich kann mich noch erinnern, als ich einmal im Flugzeug saß, kamen wir in eine Turbulenzzone, da wo der Flugzeug wackelt. Und kurz vorher saß der junge Mann, der neben mir saß, wir haben mit ihm diskutiert und haben ein bisschen gefragt, ob der an Elohim glaubt und so weiter und so fort. Und das war immer unser Thema. Und plötzlich, kurz nach dem Start, sind wir in diese Turbulenzzone reingekommen. Was passiert? Das Flugzeug hat gewackelt und ich habe mich auch natürlich erschrocken. Aber komischerweise, also ich könnte behaupten, es waren 90% von Insassen haben Gott, Jesus geschrien. Und da habe ich gedacht, wow, also in dem Moment, wo die Person in der Gefahr ist oder wenn er keine Zuflucht mehr hat oder wenn er keine Zuversicht mehr hat, in dem Moment rufen die den Allmächtigen. In dem Moment erkennt jeder, es gibt doch etwas. Amen. Ja, und das sagt der Herr, das ist gut, aber warum ruft ihr mich Herr und Herr? Herr, 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 Herr. Aber tut nicht, was ich sage. Weil Herr kommt von Kaleo, Rufen kommt von Kaleo, sorry. Und rufen heißt auch einladen. Das heißt mit lauter Stimme, du kannst auch leise rufen oder laut schreien. Oder du lädst diese Person ein. Du lädst die Person ein. Und wen laden wir ein? Herr. Er ist unser Meister, er ist Herr. Er ist unser Herr, das ist derjenige, dem etwas besitzt. Das ist die Person, der etwas besitzt.
Also wenn wir ihn herrufen, ja, wenn wir den Herr einladen, heißt es, wir geben uns in eine untere Position. Also wir sagen, du bist, wie sagt man, unser Schöpfer, wir sind dein Besitz. Amen. Wir rufen ihn her, 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 aber er hat festgestellt, ja, ihr ruft mich, ihr ladet mich ein. Ich komme dann, ich bin auch bereit zu kommen. Aber wenn ich komme, tut ihr leider nicht, was ich von euch verlange. Amen. Wer hat die Gewohnheit, den Herrn zu rufen? Wir sprechen hier von Joshua natürlich. Wer? Die Leute, die sich als Christen nennen. Viele sagen, die werden Christen. Viele behaupten, die werden Christen. Warum? Weil die zur Gemeinde gehen. Viele behaupten, die werden Christen. Warum? Weil die singen. Viele behaupten, die werden Christen. Warum? Weil die auf der Straße gehen und evangelisieren. Viele behaupten, die werden Christen. Warum? Weil die getauft sind, seitdem die 2 Monate sind. Ja, gut und schön. Aber der Herr stellt fest, ja, ihr ruft mich. Aber ihr tut nicht, was ich sage. Und ich will euch zeigen, sagt er, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Es ist ein Mann, es ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legt. Amen. Ich werde sogar noch weiter hochgehen, ab Vers 47, er sagt, ich werde euch zeigen, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, dem will ich euch zeigen, wem er gleich ist. Was wollen wir? Wir wollen zum Herrn kommen oder wir behaupten, wir sind zum Herrn gekommen. Aber was sagt uns die Bibel? Wenn wir schauen, in Lukas Kapitel 9, hier spricht er über Kommen. Kommen ist gut. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir folgen, ich möchte dich empfangen, ich möchte bei dir sein. Sehr gut, das will er doch auch. Er will, dass jeder zu ihm kommt. Er will, dass jeder die Erlösung bekommt, dass jeder in sein Himmelreich kommt. Aber es gibt Konditionen, bevor wir zu ihm kommen oder wie wir zu ihm kommen können. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Und zwar in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also, wir wollen ihm folgen, aber bevor wir ihm folgen wollen, müssen wir uns erstmal selbst verleugnen. Amen. Wow. Also das bedeutet, was machen wir? Wir machen einen Fehler. Wir wollen Jesus folgen. Oder viele sagen, behaupten, die folgen ihm, ohne sich selbst verleugnet zu haben. Was meint er damit? Es gibt Dinge, die du gerne getan hast. Wir dürfen nicht vergessen, Römer 23 sagt uns, alle haben gesündigt und erreichten nicht die Herrlichkeit Gottes. Warum? Weil wir haben das Blut von Adam und Eva, was in uns fließt. Weil, wenn ihr euch erinnert, nach dem Fall von Adam und Eva wurde der Mensch nach dem Ebenbild von Adam und Eva gegründet. Und nicht mehr nach dem Ebenbild Elohims. Und das Ebenbild von Adam und Eva ist die Sünde. Weil die haben die Sünde konsumiert, die haben die Sünde, wie heißt das, umgesetzt. Und die Sünde ist in den Mensch reingekommen. Der Mensch ist von der Ewigkeit in die limitierte Zeit gekommen. Da, wo es Tod gibt, Hass, Probleme und zum Beispiel diese Probleme, die wir aktuell haben. Das Problem, was wir aktuell haben. Coronavirus. Amen. Er sagt, okay, jeder, der zu mir kommen will, das ist gut. Aber er muss sich selbst verleugnen. Und zwar die schlimmen Dinge, die Dinge, die uns von dem Herrn getrennt haben. Die Dinge, die uns unrein von ihm gemacht haben. Was ist das? Die Sünde. Wo fängt die Sünde an? Bei Ungehorsam. Aber wir werden sehen. Adam und Eva sind nicht fremdgegangen. Adam und Eva haben nicht getötet. Adam und Eva haben nicht geklaut. Adam und Eva haben kein Virus erfunden, um die Bevölkerung umzubringen. Was haben die getan? Die waren ungehorsam. Der Herr hat gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis vom Guten und Böse ist nicht. Weil am Tag, wo ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Und die haben von dem Baum gegessen. Und es wurde uns nie verraten, was für eine Frucht es war. Nur zur Information. Aber die haben von dem Baum gegessen, obwohl es verboten war. Da haben die Worte vom Herrn übertreten. Die waren ungehorsam. Da fängt die Sünde an. Ungehorsam. Amen. Das heißt, der Herz vom Menschen wurde unrein. Der Mensch hat sich vom Herrn getrennt. Durch Ungehorsam. Und was ist gekommen? Was ist passiert? Der Mensch ist in,
in die limitierte Zeit gefallen. Da, wo es Tod geht, Krankheiten etc. und diese ganzen schlimmen Dinge, die wir sehen können. Habgier, Hass, Neid, Rassismus und so weiter und so fort. Der Herr sagt, okay, ich möchte mein Volk retten. Ich möchte meine Kreatur retten. Was werde ich machen? Ich werde mich dem gleich machen und kommen und sie retten und einen Weg für sie vorbereiten, damit sie mit mir wieder in die Ewigkeit zurückkommen. Das sagt der Herr, ihr müsst mir folgen. Ich bin die Wahrheit, das Leben und der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist es. Ihr wollt mir folgen, das ist gut. Aber wenn ihr mir folgen wollt, müsst ihr erstmal euch selbst verleugnen. Die Sünde verleugnen, den Hass verleugnen, Rassismus verleugnen, Habgier verleugnen. Und so weiter und so fort. Die ganzen Dinge, die wir tun. Religion verleugnen. Weil die Religion rettet nicht. Keine einzige Religion rettet uns. Und wir können, viele haben mich gefragt, ja, bist du Christ? Ja, was bist du, katholisch oder evangelisch? Da habe ich sie auch mal gefragt, was war Joshua? War der katholisch, evangelisch, orthodox, bla 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 bla, Islam, Muslim, was war der? Nichts von dem. Woher kommt das? Das haben die Menschen erfunden, um die Menschen zu täuschen. Einfach um Menschen durcheinander zu bringen. Aber die Leute, die ihm nachfolgen, die werden die Erlösung kriegen. Die werden das Himmelreich von Elohim sehen, von das Himmelreich Gottes sehen. Amen. Wir müssen ihm folgen, ja, aber bevor wir ihm folgen, müssen wir uns selbst verleugnen. Uns selbst verleugnen. Die Dinge, die wir mochten, die Dinge der Welt, Musik der Welt, Frauen, wie sagt man, Hip-Hop, Feiern und so weiter und so fort. Du kennst die Dinge, die dich von dem Herrn getrennt haben, weil du hast ein Bewusstsein. Du kannst alle Menschen anlügen, aber die selbst kannst du nicht anlügen. Und du wusstest selbst, bevor man dir sogar einen Bibelvers gepredigt hat, du wusstest selbst, als du in den Laden reingegangen bist und geklaut hast, wusstest du, dass es nicht gut ist. Keiner hat dich das gelehrt. Das war in dir. Wir haben die 10 Gebote in uns, in unser Bewusstsein. Und deswegen wissen wir, oder du weißt auch, du kennst die Dinge, die du tust, die nicht gut vom Herrn sind. Und diese Dinge musst du verleugnen. Du musst dich von den Dingern trennen. Das will der Herr, dass du das aufgibst für ihn. Ihr wollt mir folgen, ja, aber bevor du mir folgst, gib die Sünde auf. Ungehorsam, gib es auf. Der Herr sagt, hör auf mit der Masturbation, hör auf. Hör auf mit der Pornografie, hör auf mit der Lüge, hör auf mit Hass, mit Rassismus, mit Geldgier. Hör auf damit, lass es. Erste Sache. Zweite Kondition. Trage dein Kreuz jeden Tag und nicht, wann du willst, nicht ab und zu, aber jeden Tag. Und wovon spricht der Kreuz? Auch vom Leid, von Leid, von Schmerz. Schaut euch mal die Geschichte an, als unser Herr Joshua auf dem Weg zum Berg von Golgotha war, wie er gelitten hat. Er wurde bespuckt, er wurde geschlagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kreuz leicht war. Dieser Kreuz war schwer, weil dieses Holzstück müsste ihn selbst heben. Also war das ein massives Stück. Und dieses Stück musste er tragen, während er geschlagen wurde, obwohl er keine Sünde begangen hat. Er hat es für uns getan. Und er sagt, okay, wollt mir folgen? Gut. Leugne dich selbst, trage das Kreuz jeden Tag. Und wir können ein bisschen schauen, wir werden mal sehen, was er auch damit meint. Wir können mal schauen, was ist das Kreuz oder was könnte das sein? Wir können das sehen in Matthäus 5, Kapitel 5. Haben wir ja schon mal gesehen. Das ist, wir werden leiden. Glückselig seid ihr, wenn, ab Vers 11, wenn euch schmähen, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinen Willen. Das ist, die werden euch hassen, die werden euch bespucken, die werden euch beleidigen, die werden euch fertig machen. Warum? Du hast aufgehört zu lügen. Du hast aufgehört zu klauen. Du hast aufgehört zu rauchen. Du hast aufgehört zu sehen. Und die werden sagen, guck mal, was bist du denn für einer? Ach, guck mal, wie läppisch der geworden ist. Ach, guck mal, das. Ach, hau ab. Was bist du für einer? Wir kannten dich nicht so. Denkst du, du kannst die Welt retten? Ach, tu doch nicht so, als wärst du was Besonderes. Denkst du, du wärst jetzt heilig? Und diese Dinge tun weh. Du kannst mir sagen, was du willst, aber es wird dir wehtun. Wir sind Menschen. Und der Herr sagt, okay, trage dieses Kreuz. Ich wurde auch bespuckt. Ich wurde auch beleidigt. Ich wurde auch fertig gemacht. Für euch. Und was ist die Liebe? Die Liebe ist geben und nehmen. Stimmt, oder? Oder ist es nur Einbahnstraße? Nein. Das heißt, er hat uns seine Liebe beweist. Jetzt verlangt er von uns, dass wir ihm auch unsere Liebe beweisen. Amen. Ihr werdet auch dieses Kreuz tragen. Ihr wollt mir folgen? Ja, gut. Gebe die Sünde auf. Trage das Kreuz
und dann folget mir. Dann könnt ihr mir folgen. Aber vorher müsst ihr diese, das sind drei Etappen, vorher müsst ihr die zwei Etappen, hier müsst ihr mal ein Häkchen dran machen. Haben wir es getan? Fragezeichen. Jetzt ist die Zeit. Amen. Wir gehen wieder zurück nach zurück Lukas 6, da wo wir waren. Unser Text. Ab Vers 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Das heißt, ja, wir haben verstanden, bevor wir zu ihm kommen, selbst leugnen, das Kreuz tragen und dann können wir ihm folgen. Und dann sagt er zu uns, der zu mir kommt und meine Worte hört. Nicht die Worte von meinem Nachbarn, nicht die Worte von deinem Vater, nicht die Worte von dir selbst, aber seine Worte. Und wir dürfen nicht vergessen, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Und dieses Wort wurde Fleisch. Dieses Wort hat alles erschaffen. Dieses Wort ist lebendig. Dieses Wort ist mächtig. Dieses Wort ist heilig. Dieses Wort ist Liebe. Dieses Wort ist Kraft, ist Macht, Vollmacht. Wer diese Worte hört, wow, ihm folgen, seine Worte hören. Das heißt, du musst Ohren haben, um diese Worte hören zu können. Nicht diese physischen Ohren, aber spirituelle Ohren. Mit deinem Herzen musst du hören können. Aber wie viele Leute wurden von ihm gesprochen? Tut Buße, bekehrt euch, denn Jesus oder Jesus liebt dich. Die haben es nicht wahrgenommen, nicht gehört. Wie die Bibel sagt, er ist zu seinem Gleichen gekommen, aber die haben ihn nicht empfangen oder nicht verstanden. Die haben ihn nicht gehört, die haben nicht verstanden, dass er der Messias ist, auf den sie jahrelang gewartet haben. Amen. Wer meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub. Er hat tief gegraben, diese Person. Er hat ein Haus gebaut und er hat tief gegraben, tief. Er hat sich die Mühe gegeben, weil er wollte, dass dieses Haus stabil ist, standhaft ist. Amen. Er hat gearbeitet, er hat alles gegeben, er hat gegraben ganz tief und grub und den Grund auf den Felsen legt. Nicht auf mehrere Felsen, aber auf einem Felsen. Und ich weiß, ihr liest die Bibel und ihr wisst, von welchem Felsen hier gesprochen wird. Yeshua Mashiach. Die Person, die ihm folgen will, er hat sie selbst verleugnet. Er trägt sein Kreuz und folgt ihm und sein Wort hört. Und nicht nur aufhört es zu hören, aber es auch noch umsetzt. Er ist die Person, der sein Leben auf dem Felsen legt, Yeshua HaMashiach, da drauf baut. Amen. Ein Beweis, es gibt viele Bibelversen. Wir werden einfach kurz sein und knapp. Wir werden kurz schauen im 1. Korinther Kapitel 3, um euch zu beweisen, dass die Bibel nicht von jemand anderem spricht. Von Anfang bis zum Ende wird von einem gesprochen, Yeshua, der Himmel und Erde erschaffen hat. 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 9 zum Beispiel. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das heißt, dieses Bauwerk repräsentiert auch unser Leben. Amen. Das bedeutet, wir bauen unser Leben auf, also wir werden von ihm selbst gebaut. Und auf wen? Auf ihn. Also wir werden von ihm gebaut und auf wen? Auf ihm selbst, auf unser Grund auf dem Fels. Halleluja. Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Weil du kannst nicht auf dem Felsen bauen, wie du willst. Nein. Es gibt eine Art, wie du drauf baust. Du kannst nicht kommen und dann auf die Wahrheit willst du die Lüge drauf bauen. Das wird nicht funktionieren. Amen. Du kannst nicht auf was heilig ist, kommst mit deinen dreckigen Thesen, dreckigen Lehren, Leute verschmutzen, mit Hass predigen. Nein. Wird nicht funktionieren. Denn der Herr hat gesagt, liebe deinen Feind. Und wenn du sagst das Gegenteil sagst, dann bist du außerhalb von dem Wort. Also kannst du nicht darauf bauen, wie du willst. Amen. Vers 11.
Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Also das heißt, es gibt keinen anderen Grund, kein anderes Evangelium, keine andere Lehre. Es gibt keinen anderen Elohim, nur einen, der gelegt ist. Nur einen, der schon gelegt ist. Und es kann kein anderer einen anderen legen. Du kannst versuchen, aber es ist unvergleichbar. Du verschwendest deine Zeit, weil es wurde schon einer gelegt. Warum willst du noch einen anderen legen? Komm und empfange ihn. Ganz einfach. Halleluja. Ich lese nochmal den Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Yeshua HaMashiach? Er ist der Grund, der gelegt wurde. Und von dem Grund wurde gesprochen. Die Person, die sein Wort hört und sein Wort umsetzt, der ist die Person, die ein Haus baute, tief grub und das Haus auf dem Felsen legt. Yeshua. Wie ist der Yeshua? Der ist heilig. Wie ist der? Der ist Liebe. Wie ist der? Der ist barmherzig. Der ist unendlich. Es gibt gar kein. Ich könnte so weitermachen. 3, 4, 5 Monate ihn beschreiben, es reicht immer noch nicht. Die Ewigkeit wird nicht reichen, um ihn zu beschreiben. So groß ist er. Deswegen singen wir das doch. So groß ist der Herr. Er ist unendlich groß. Viel größer, als das wir verstehen können. Viel größer, als das, was wir sehen können. Unser Verstand reicht nicht, um ihn zu verstehen. Amen. Und auf dem hast du dein Leben gelegt. Dein Vertrauen, dein Glaube. Dein Alles, er ist dein Alles. Du stehst auf ihm und du bist stabil, weil er ist ewig. Er hat schon alles vollbracht. Also egal was kommt, werden wir sehen. Hat er selbst gesagt, die Ströme werden kommen, der Wind wird kommen, aber er wird nicht fallen. Er wird standhaft bleiben. Warum? Weil er hat sein Leben nicht auf Geld gesetzt. Er hat sein Leben nicht auf seine Frau gebaut, er hat sein Leben nicht auf seinen Job gebaut, er hat sein Leben nicht auf sein Konto gebaut, er hat sein Leben nicht auf seinem Besitz gebaut, auf seine Villa oder vielleicht seine Insel, die er besitzt. Nein, weil alles ist vergänglich. Und schaut doch mal, wie die Leute gerade drauf sind. Die haben Angst. Andere werden sagen, nein, ich habe Angst um meine Kinder. Nein, du lügst. Du hast Angst um dich selbst. Du wirst deinen Job nicht verlieren. Es geht um dich. Du bist Egoist. Du hast Angst um dich selbst. Aber wenn du dein Leben auf dem Grund gebaut hast, du kannst Besitz haben, aber du weißt, wenn ich das vergleiche mit dem, der Himmel und Erde schaffen hat, mein Besitz ist nichts. Ich bin nackig gekommen und ich werde nackig gehen. Amen. So ist es, steht da drin. In 1. Timotheus, Kapitel 6. Wir sind nackig gekommen, Geschwister. Liebe Leute, wir sind nackig gekommen und wir werden nackig gehen. Egal, was du besitzt, du wirst es verlieren. Und dieser Coronavirus hat uns an die Grenze gebracht, um nachzudenken, um festzustellen, wir sind wahrhaftig nichts. Wir sind so stolz auf unser Deutschland, dass es wirtschaftlich stark ist. Aber trotzdem hat, guck mal, wie wir heute sind. Viele Läden schließen. Viele müssen Kurzarbeit anmelden. Viele haben ihren Job verloren. Einige haben sich selbst umgebracht. Die hatten noch nicht mal den Virus. Aber einfach, weil die wussten, Mensch, die kannten schon die Folgen. Und die haben ihr Leben nicht auf dem Felsen gebaut, aber auf dem Besitz, auf ihr Besitz. Und hatten vielleicht Angst, ihre Autos zu verlieren, ihre Villen zu verlieren, die Diener, die ihnen Kaffee bringen und so weiter und so fort. Und haben sie selbst umgebracht. Ich will gar nicht wissen, wenn die uns Ausgangssperre gegeben hätten wie in Frankreich, wie viele Leute sich hier in Deutschland umgebracht hätten. Ich will es gar nicht wissen. Wir sind ein bisschen locker hier. Aber wenn es so hart wäre, werden Leute durchgedreht. Aber wir sind schon längst durchgedreht, weil wir sind verrückt nach Yeshua. Amen. Also wird uns diese Sache keine Angst machen. Was will ich damit sagen? Wir sollen uns nicht mehr die Hände waschen, wir sollen rausgehen und jeden umarmen. Nein, wir sollen natürlich uns schützen. Aber es geht um dein Herzen. Dein Herz muss frei sein. Weil wir sind gewohnt, erschaffen, um ihn zu loben. Und du kannst doch nicht jemanden loben voller Probleme. Du kannst doch nicht singen, wenn du gerade am Trauern bist. Das wird nicht funktionieren. Du kannst dich nicht freuen und trauern, entweder oder. Und der Herr möchte, dass trotz in allen Situationen, egal was kommt, auch wenn du deinen Job verlierst, auch wenn das passiert, die Person, die sein Leben auf dem Felsen gebaut hat, er ist nicht wackelig.
Er ist nicht wackelig, weil er weiß, mich erwartet was Größeres, was Ewiges, was mir keiner wegnehmen kann, außer wenn ich selbst einen Fehler mache und ich aus dem Weg rausgehe. Aber sonst kann mir das kein Mensch wegnehmen. Ein kleiner Virus, den keiner sieht. Alle glauben daran. Aber Joshua, der so vieles bewirkt hat, den man auch nicht unbedingt sieht, aber durch seine Werke sieht, worauf wartest du, um an ihn zu glauben? Dieser Odem, den du hast, von wem hast du das? Ist das ein Zufallsprodukt? Nein! Da gibt es jemanden, der hat gepustet und du atmest. Da gibt es jemanden, der hat dich 9 Monate in den Bauch deiner Mutter geformt. Es gibt jemanden, der, ja, ist so. Stellt euch mal die Frage, es gibt Kontinente, da essen die Menschen nicht so, wie wir essen. 3-mal am Tag, mindestens. Andere essen sogar 5-6-mal am Tag. Aber da gibt es Kontinente, die schwangere Frauen essen im Prinzip nichts. Eine Woche lang. Wer hat dieses Baby im Bauch ernährt? Wer hat ihm die Form gegeben? Gesund, schön, hübsch. Genug Kilo, genug Gewicht auch noch gebracht bei der Geburt. Wer ist das? Zufall? Nein. Der Schöpfer. Und wenn du dein Leben auf ihm baust, egal was kommt, es kann dich, ja, wir sind Menschen, es kann mal sein, dass du eine Faust bekommst und kurz auf die Knie gehst, aber du wirst nicht aufgeben, du wirst aufstehen, weil du hast deine Hoffnung auf Joshua gesetzt. Geschwister, wir haben was Größeres, was uns erwartet. Diese Erde ist vergänglich, die wird vergehen, alle Zeichen sind da, abgesehen von Corona oder kein Corona. Wir werden sterben, mit oder ohne. Stimmt? Ja, und was kommt danach? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Dann fängt das wahre Leben an, das ewige Leben. Wo willst du sein? Wo wirst du sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Aber schaut mal, die Person, die die Worte hört, nur hört, aber nicht umsetzt. Wie viele Leute hören, aber setzen es nicht um? Wie viele Leute sind in den Gemeinden, predigen sogar das Evangelium, aber setzen es nicht um? Wie viele? So viele. Und er hat gesagt, in der Zeit vom Menschensohn wird es so sein wie in der Zeit von Lot und von Noah. Von der Zeit von Noah, 8 Leute sind in die Arche reingegangen. Die Arche ist das Bild auch von diesem Fels. Da, wo die ihre Zuflucht hatten. Amen. 8 Leute von der ganzen Bevölkerung sind reingegangen. Leider werden viele Leute ihm nicht empfangen. Aber du, der ihn empfangen hat, und leidest wegen seinem Wort, leidest seinem Willen, gebe nicht auf, weil du wirst deinen Preis bekommen. Du wirst deinen Lohn bekommen. Du wirst den sehen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Endlich wirst du ihn sehen. Amen. Gebe nicht auf. Die Leute, die sein Wort hören, das nicht umsetzen, sind so wie der, der baut auf dem Sand. Und schaut mal, wie viele Leute ihr Leben auf irdische Dinge aufbauen, ihr Herzen darauf legen. Ja, du sollst deine Frau lieben, ja natürlich. Aber wie viele sind Götzen geworden? Seine Frau ist wie ein Gott geworden. Und ab dem Tag, wo die Frau sich von ihm trennt, der Mann dreht durch. Er landet auf der Straße. Es ist nicht einfach, ja. Ich wünsche es niemandem. Oder es gibt einen Sterbefall in der Familie und die Person ist am Ende. Warum? Er hat sein Leben auf irdische Dinge gesetzt. Er hat seinen Job verloren. Andere landen dann auf der Straße. Die werden so deprimiert. Warum? Weil die haben ihr Leben auf irdische Dinge gesetzt. Amen. Aber ich will auch dir sagen, solange du atmest, ist es noch nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Vor allem, wenn du dein Leben ihm gibst, der dich erschaffen hat. Die Dinge, die du verloren hast, er kann dir 10-mal zurückgeben, 20-mal, wenn er will. Er muss es nicht, aber er kann es. Er kann alles. Gebe ihm dein Leben. Gebe ihm dein Herzen. Joshua Mashiach heißt er. Jesus Christus, den wir auf Deutsch nennen. Joshua. Gib ihm dein Leben und er wird dein Leben verändern. Er wird dich stabil machen und du wirst nicht mehr wackelig sein. Da gibt es ein Wort, der mich sehr, sehr interessiert hat. Und zwar grüße ich auch meinen Bruder William, der in Regensburg ist. Der segne dich. Wir sind wieder im Lukas. Ein Wort beim Lukas, ich suche das schnell. Lukas 6, da wo wir vorhin waren, in unserem Text. Er sagt, ab Vers 48,
Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund legte auf den Fels. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und es konnte es nicht erschüttern. Deswegen sage ich, ich grüße meinen Bruder. Der hat von der Erschütterung gesprochen. Erinnert ihr euch? Leute, die das Video nicht gesehen haben, werden das Video hier oben posten. Hier werdet ihr das Video finden. Die werden nicht erschüttern. Ja, die Welt wurde erschüttert, aber die Kinder, die ihr Leben auf dem Felsen gebaut haben, werden nicht erschüttert. Amen. Die Erschütterung kommt, aber wir sind stabil. Stabil. Weil er hat alles vollbracht, alles besiegt. Er ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Ich möchte hiermit beenden. Seid ermutigt. Die, die ihn noch nicht kennen, ich habe euch ihn geschmackhaft gemacht. Er ist lebendig. Sucht ihn. Wie viele Leute sind zu Hause eingesperrt? Die haben ihr Leben auf die Gemeinde aufgebaut. Gemeinschaft ist gut. Gemeinschaft ist wichtig. Aber welche Gemeinschaft? Mit Leuten, die heilig sind. Viele Leute haben ihr Leben auf Pastoren gebaut. Aber jetzt sind wir alle eingesperrt wie Kaninchen in unser Käfig. Jetzt gibt dir der Herr die Möglichkeit, die Zeit oder die Möglichkeit, seine Bibel zu studieren. Jetzt gibt er dir die Zeit, ihm zu suchen, wahrhaftig zu hören und umzusetzen. Ihm wahrhaftig zu dienen. Heuchelerei aufzugeben. Hass aufzugeben. Rassismus aufzugeben. Weil es hilft dir nichts. Es hilft dir nichts. Alles ist vergänglich. Aber seid ermutigt im Namen Joshua. Amen.